pflegen? Ich habe den Patienten gepflegt. Messen. Ich möchte Ihren Blutdruck messen. Betreuen. Wer wird Sie zu Hause betreuen? Duschen. Der Patient wollte sich nicht duschen. Zurechtkommen. In meiner Wohnung komme ich nicht mehr alleine zurecht. Stattfinden. Heute findet keine Visite statt. Fahren. Wann fahren Sie nach Hause? Leben. Ich lebe in meiner Wohnung allein. Sich freuen. Ich freue mich auf die Ferien. Begleiten. Kannst du Frau Müller zum EKG begleiten? Kommen. Ich komme gleich in Ihr Zimmer. Ausfüllen. Ich muss noch das Sturzprotokoll ausfüllen. Lesen. Die Buchstaben sind so klein, dass ich sie nicht mehr lesen kann. Unterstützen. Ich werde Sie beim Waschen unterstützen. Tragen. Tragen Sie eine Zahnprothese. Bringen. Bringen Sie mir bitte 2 Packungen Kompressen. Nehmen. Ich nehme 5 Tropfen von diesem Schlafmittel. Brauchen. Am Samstag kann ich nicht arbeiten und brauche frei. Vertragen. Welches Schmerzmittel können Sie vertragen? Schlucken. Schlucken Sie bitte jetzt, was Sie im Mund haben. Trinken. Ich trinke lieber Tee als Kaffee. Essen. Ich esse aber kein Fleisch. Wecken. Können Sie mich um 5 Uhr morgens wecken? Bekommen. Sie bekommen dieses Medikament gegen Kopfschmerzen. Beginnen. Wir beginnen immer mit der Dienstübergabe. Ausgeben. Ich muss jetzt allen meinen Patienten Medikamentenschachteln ausgeben. Erklären. Können Sie mir erklären, warum heute kein Arzt zu mir kam? Machen. Ich mache Ihnen das Bett. Helfen. Ich helfe Ihnen beim Aufstehen. Informieren. Ich werde Sie nun über die Krankenhausordnung informieren. Verabreichen. Ich bin im Moment dabei, allen Patienten Injektionen zu verabreichen. Dokumentieren. Bitte dokumentieren Sie alles,
was heute passiert ist. Stehen. Mir ist schwindlig und ich kann nicht stehen. Liegen. Wie lange liegen Sie schon im Bett? Verteilen. Ich verteile Therapiepläne an alle Patienten. Aufstehen. Weil ich so schlecht geschlafen habe, möchte ich heute später aufstehen. Drehen. Bitte drehen Sie sich nach rechts. Ausruhen. Es war ein langer Tag für Sie, bitte ruhen Sie sich ein wenig aus. Versorgen. Ich habe die Wunde mit 2 Kompressen und einem Pflaster versorgt. Aufteilen. Bevor wir beginnen, müssen wir vorher die Aufgaben aufteilen. Übernehmen. Das Waschen des Patienten wird vom Pflegepersonal übernommen. Schlafen. Ich bin so müde, weil ich in der Nacht nicht schlafen konnte. Abholen. Können Sie die Befunde aus dem Labor abholen? Warten. Bitte warten Sie 10 Minuten auf mich. Arbeiten. Ich arbeite seit 10 Jahren als Krankenschwester. Wehtun. Mein Kopf tut weh. Sich kümmern. Keine Sorge, ich kümmere mich darum. Verstehen. Wiederholen Sie bitte, weil ich Sie nicht verstanden habe. Zeigen. Ich zeige Ihnen jetzt, wo Ihr Zimmer ist. Untersuchen. Der Arzt hat den Patienten untersucht. Werfen. Bitte werfen Sie den Müll in den roten Müllsack. Reinigen. Ich werde die Wunde mit Desinfektionsmittel reinigen. Öffnen. Bitte öffnen Sie das Fenster, weil es in diesem Zimmer so heiß ist. Zumachen. Bitte machen Sie das Fenster zu, weil es in diesem Zimmer zu kalt ist. Entlassen. Morgen werde ich nach Hause entlassen. Rasieren. Soll ich Sie nass oder trocken rasieren? Versorgen. Ich werde die Wunde des Patienten gleich nach der Übergabe versorgen. Bringen. Ich bringe Sie jetzt auf Ihr Zimmer. Klagen. Der Patient im Zimmer 505 klagt über Kopfschmerzen. Sich gewöhnen. Ich habe mich daran gewöhnt, nachts zu arbeiten. Lagern. Die Patientin wurde 3-mal in der Nacht gelagert. Wechseln. Ich würde Ihren Verband jetzt wechseln. Sprechen. Sie sprechen so leise,
dass ich sie nicht verstanden habe. Funktionieren. Das Pflegebett funktioniert nicht mehr. Zeigen. Da Sie neu hier sind, möchte ich Ihnen die Station zeigen. Fragen. Ich bin neu hier, und ich möchte Sie etwas fragen. Anbieten. Ich kann Ihnen Tee oder Kaffee zum Frühstück anbieten. Geben. Geben Sie mir bitte eine Packung von diesem Medikament. Entfernen. Die Fäden sollten nach 2 Wochen entfernt werden. Entsorgen. Die Nadel muss nach jedem Gebrauch entsorgt werden. Anziehen. Ich habe die Patientin heute Morgen angezogen. Ausziehen. Ich habe die Patientin heute Abend ausgezogen. Fixieren. Der Verband wird mit einfachen Pflastern fixiert. Ansteigen. Der Patient fühlt sich schlechter, weil die Körpertemperatur steigt an. Senken. Dem Patienten geht es besser, weil Fieber gesunken ist. Isolieren. Der Patient mit Covid-19 muss isoliert werden. Waschen. Waschen Sie bitte meine Füße und meinen Rücken. Anmachen. Da es hier zu dunkel ist, machen Sie bitte das Licht an. Ausmachen. Machen Sie das Licht aus, bitte. Schwitzen. Ich schwitze so stark, weil es mir so warm ist. Besuchen. Ist es möglich, dass meine Familie mich besucht? Verlieren. Der Patient hat sehr viel Blut verloren. Einnehmen. Ich habe noch keine Medikamente eingenommen. Ausspülen. Die Wunde werde ich mit Kochsalz ausspülen. Rausnehmen. Können Sie die Zahnprothese rausnehmen? Spucken. Spucken Sie bitte Blut in die Nierenschale. Legen. Bitte legen Sie sich ins Bett. Kontrollieren. Bitte kontrollieren Sie heute Blutdruck und Puls des Patienten. Achten. Wir müssen alle besonders auf Hygiene achten. Richten. Kannst du die Medikamente des Patienten richten? Bringen. Ich bringe sie jetzt auf ihr Zimmer. Zeigen. Zeigen Sie mir, wo es weh tut. Sich beschweren. Der Patient hat sich darüber beschwert, dass er so lange auf mich gewartet hat. Leiden. Der Patient leidet an Diabetes. Jucken.
Meine Haut juckt so sehr nach dieser Creme. Stürzen. Die Patientin ist gestern im Bad gestürzt. Laufen. Können Sie Treppe laufen? Schneiden. Ich habe mir mit dem Messer in den Finger geschnitten. Unterschreiben. Können Sie jetzt den Aufnahmebericht unterschreiben? Organisieren. Versuchen Sie, Ihren Arbeitsplatz besser zu organisieren.